Grüß euch, bei mir hat sich jetzt der Andi eingefunden. Grüß dich, Andi. Servus, hi. Andi, du bist auf der Suche nach deiner Traumfrau, oder? Ja, mehr oder weniger, ja, so kann man es sagen. Dazu hätte ich gerne erst einmal ein paar Informationen von dir. Was gibst du den Preis? Ja, also ich bin ein sportlicher Student, sagen wir mal so. Ja. Mache in meiner Freizeit gern Fitness und studiere BWL. Ja. Also kann gut mit Zahlen umgehen. Und ich bin ein recht lustiger Typ eigentlich, ja. Wo bist du denn her? Ich komme aus Frontenhausen, aus Niederbayern. Okay. Und ich studiere heute zu Minger in letzter Zeit. Wie würdest du dich nur charakterlich beschreiben? Ja, ich bin sehr humorvoll. Ja, ich bin jetzt nicht so der krasse Partygänger, aber ab und zu, wenn man mal auf eine Party geht, dann lassen wir es schon gerade, würde ich mal sagen. Aber du bist auch einer, der gerne mal einen Filmeabend daheim macht oder gerne mal ins Kino geht? Ja, also für sowas bin ich immer zum Haben, ja. Das mag ich auch. Okay. Wie stellst du denn deine Traumfrau vor? Ja, also hübsch, gute Figur und einfach nett und ein süßes Lachen einfach. Was heißt denn für die hübsch? Hast du einen bestimmten Frauentypen oder? Nein, das kommt ganz auf das Gesamtpaket drauf vor. Also wenn die ein süßes Lächeln hat, wenn die intelligent und schlau ist, also dann. Und Humor muss auf jeden Fall haben, weil das ist ganz wichtig. Weil ich kann das nicht aushalten, wenn jetzt den ganzen Tag irgendwie wenn jemand zwider ist oder was, das ist nicht mal wieder. Das heißt, man kann die schon mit einem Lächeln verzaubern. Ja, so kann man sagen, ja genau. Gibt's irgendwas, was du sagst, ist da die gar nicht der Bock an einer Frau? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ständiges Nörgeln oder so, das kann ich nicht erbocken. Also ich brauche schon eine Frau, die einigermaßen die Sachen mit Humor sieht und das Leben nicht zu ernst nimmt. Eine, die das Leben lebt. Genau so ist es. Wenn du in Zukunft schaust, sagen wir mal 10 Jahre, ja. Wo siehst du dann? Da sehe ich mich bei irgendeiner großen Firma im Management und habe ein eigenes Haus. Und ja, und mit einer hübschen Frau an meiner Seite. Alles klar. Das war's schon wieder, war nicht so schlimm, oder? Ja, passt. Alles klar. Das war jetzt der Andi, wenn's ihn hier kennenlernen willst, dann mehr Zeit bei ihm. Servus. Servus.